Die Damen, die Herren, herzlich willkommen zu Star Drive 2 Einführung in Helden. Das ist jetzt nichts Unanständiges, sondern das soll nur einfach bedeuten, ich möchte euch ein bisschen was über Helden bei diesem Spiel erzählen. Helden sind im Gegensatz zu anderen Spielen wie zum Beispiel Heroes of Might and Magic nicht kriegsentscheidend. Ihr braucht keine Helden, um dieses Spiel zu gewinnen. Ihr könnt das Spiel komplett durchspielen, ohne irgendwelche Helden je auch nur angefasst oder gesehen zu haben. Ob die kommen oder nicht, ist eh Zufall. Ihr könnt 1000 Runden spielen und keinen kriegen, ihr könnt 10 Runden spielen und 2 kriegen. Was gibt es über Helden zu wissen? Helden kosten etwas, wenn man sie anwerben will. Und Helden kosten einen permanenten Unterhalt. Je nachdem, wie gut der Held ist, kostet er mehr oder weniger. Wobei gut relativ ist. Schauen wir uns diesen kleinen Typ hier an mit seinen 4 Armen. Er hat zum Beispiel einen Bonus, wenn immer ein Schiff zerstört, kriegt ihr 20 Goldstücke. Er kann gegnerische Planeten blockieren. Ihr blockiert keine Planeten, ihr erobert sie. Er macht eure ganze Flotte, in der er ist, 10 Einheiten schneller. Das ist allerdings gewaltig, wenn ihr überlegt, dass es eine Technologie gibt. Es gibt exakt zwei Technologien, die eure Geschwindigkeit auf der Karte verbessern. Leider machen die Antriebe dazu keinen Bonus. Und die geben jeweils plus 5. Das heißt, dieser Mann hier ist das Äquivalent zu zwei Technologien höherer Stufe. Und er bringt ein eigenes Schiff mit. Wir bauen ihn jetzt einfach mal spaßeshalber. Wie tun wir das? Indem wir einfach mal zwei Sachen hier verkaufen. Wir wollen ja nur den Helden haben, um zu zeigen, was er kann. Also heuern wir ihn an. Und dann schauen wir mal, was er kann. Er ist zum einen ein Bodenkämpfer. Er hat diese kleine Pistole, die mich jetzt nicht vom Hocker reißt. Allerdings ist sie sehr günstig, wenn ihr guckt, dass sie nur zwei Aktionspunkte kostet, um sie abzufeiern. Und wenn er Leute umbringt, kriegt ihr Geld. Wuhu! Und ihr könnt ihm sogar noch irgendeine Eigenschaft mitgeben, so ihr denn wollt. Bone Wave, das kommt jetzt aus der Forschung. So, ihr könnt allerdings auch sagen, hier, heb ab und geh in den Weltraum. Dann bringt er ein Schiff mit. Dieses Schiff, wie ihr seht, ist sehr offensiv ausgelegt. Es hat einen Haufen Laserkanonen. Ist relativ schnell und relativ wendig, feuert aber nur 10 Sekunden und dann geht ihm der Saft aus. Und dann feuert er nur noch sporadisch. Seine gesamte Verteidigung besteht ausschließlich und allein in diesen Schilden. Das heißt, in dem Moment, wo die Schilde zusammenbrechen, was sie relativ schnell tun werden, weil er keine große Energieversorgung hat und sich die Schilde dann auch nicht nachladen, logischerweise, dann steht er ziemlich schutzlos da. Ist das der beste Held, den wir uns vorstellen können? Ja, wenn ihr offensiv spielt, wegen der Geldverdienkiste. Ansonsten, schauen wir mal, was es noch so gibt. Hier zum Beispiel haben wir zwei ganz andere Kaliber. Das hier ist ein Wulfgar. Er beschleunigt oder verbessert eure Fortpflanzung im jeweiligen System um 5%. Wenn er anfängt, Leute umzubringen, dann geht das hier noch weiter nach oben. Das heißt, wenn ihr anfängt, mit ihm Leute umzubringen, in einem großen Stil, ihr schickt ihn einmal los auf den Feldzug und dann kommt er zurück und auf einmal verbessert sich die Fortpflanzungsrate in dem System um 50%. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass eure Bevölkerung dann auf einmal komische Ohren und lange Zähne kriegt, aber egal. Anders kann ich mir das mit der Fortpflanzungsbonus jetzt wirklich nicht vorstellen. Er ist ein Bodenkämpfer. Wir kaufen mal die hier dazu. So, was kann sie? Sie ist eine hervorragende Spionin, das heißt, eure Spione erhalten einen Bonus. Sie kann im Bodenkampf eingesetzt werden und wenn gekämpft wird im Raumkampf, dann starten alle Schiffe einen Jäger mehr. So, jetzt schauen wir uns das mal für den Moment an. Er zum Beispiel hier im Bodenkampf, könnt ihr mal einen Blick auf ihn werfen. Er hat eine Laserpistole und er hat diese Heulfähigkeit, die zusätzlich Aktionspunkte gibt. Und er hat eben dieses Ding, dass er Lebenspunkte kriegt, wenn er anfängt, Leute über den Haufen zu hauen. Und sie haben wir jetzt gerade zugewiesen. Mal stehen, ob wir sie auch irgendwie irgendwo anders hinkriegen. Natürlich nicht, weil wir gerade eben keinen Planeten haben, wo wir sie zuweisen können. Ah, hier ist sie jetzt gerade eben, okay. Ah, verdammte Axt. Upgrade. Sie hat diesen heißen Schuss, kostet 3, macht 10 Schaden. Und der Gegner brennt ein bisschen, das ist ganz nett. Und sie hat den Tritt in die Weichteile. Wie sexistisch. Naja, wir können sie auch starten. Allerdings bringt sie kein eigenes Schiff mit, sondern sie kann nur die Flotte begleiten und euch dann da einen kleinen Bonus geben, was die Jäger angeht. Was haben wir denn noch so im Angebot? Zum Beispiel der Fischkopf. Der hier. Gibt euch einen Bonus auf Produktion, Forschung und Nahrungsmittelproduktion, wenn ihr ihn auf dem richtigen Planeten ansiedelt. Und er hilft euch ein bisschen beim Verhandeln. Wenn ihr überlegt, dass das alles ist, was der kleine Mann mitbringt und dafür verlangt er 100 Goldstücke, das ist schon ein Haufen Holz. Da gibt es bessere. Wo wir gerade von bessere reden, da hätten wir zum Beispiel
Seth Brannigan, der die USS Simpson Sepp fährt. Euch wird auffallen, dass dieses Schiff unglaublich stark gepanzert ist nach vorne und dass es Subspace Artillery hat, also Subspace Artillery, anders gesagt. Natürlich wendet der Typ nicht besonders schnell und natürlich ist diese Waffe nutzlos, sobald der Gegner nah genug dran ist, aber bis dahin teilt er damit ganz gut aus. Im Gegensatz zu unserem Freund hier, wenn ihr euch den mal anguckt, ja, der ist gepanzert, ja, der ist relativ, na, wirklich schnell ist er auch nicht, aber er hat sogar einen Negativ, sowas könntet ihr gar nicht bauen, ja, weil er zu wenig Energie mitbringt und er feuert auch nur 9 Sekunden, das heißt, dieses Schiff ist der echte Horror. Was ist der einzige Vorteil an diesen beiden Typen? Nun, zum einen, er erhöht die Feuerkraft der gesamten Flotte um 30%, das heißt, vergiss ihn, vergiss sein Schiff. Das ist Seth Brannigan, Seth Gröning, Daring Idiot, ja. Der Mann ist nicht der hellste, er senkt sogar eure Verhandlungsfähigkeit mit anderen Rassen. Aber eure gesamte Flotte macht 30% mehr Schaden. Holla die Waldfee, da geht wirklich was. Der kleine Mann hier zum Beispiel, Rumble, gibt 10% Zufriedenheit auf dem Planeten, was sich direkt auf Forschung auswirkt und auf eure Produktion. Und im Bodenkampf ist das hier der beste Freund auf Gottes Erde, den ihr haben könnt. So, sehen wir uns an. Er zum Beispiel bringt dieses, also das Messer könnt ihr vergessen, die Schienenkanone könnt ihr auch vergessen. Schwachsinn, weil braucht mehr Punkte als ein Laser und der einzige Vorteil, den es hat, ist, dass es keine Mindestreichweite hat. Na super. Er hat das hier, den Luftschlag. Und der macht 40 Schaden auf 3x3 Felder. Oh ja, Freunde, das Ding tut weh wie die Sau. Der kleine Mann gibt euch sogar noch einen zusätzlichen Auftrag, eine sogenannte Quest. Die sind in diesem Fall sehr weit weg, aber wenn ihr die erfüllt, dann kriegt ihr sogar noch ein Geschenk obendrauf, nämlich ein Schiff. Nicht, dass es der Reiser wäre, aber es ist kostenlos. Was haben wir denn noch an Helden? Zum Beispiel den hier. 30% mehr Einkommen in dem System, in dem er im Einsatz ist. Und auf dem Planeten, wo er ist, oder was sagt man, in dem System, 30% mehr Lebensmittel, Produktion und Forschung, wenn er auf einem Wüstenplaneten ist. Der nackte Wahn. Und er kann sogar noch in Bodengefechten teilnehmen. Ist das nicht toll? Und wenn wir uns mal den Planeten angucken, auf dem er sich gerade rumtreibt. Jetzt muss ich nur mein Heimatsystem finden. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das ist. Spottle. Na, manchmal hat man es einfach nicht drauf. Wie ich in dem Fall. Man sollte doch zumindest wissen, wo die Heimat liegt. Verdammte Axt. Bin ich jetzt blöd? Ah. Polma, Volok. Ich glaube, ich bin verrückt geworden. Eine Sekunde. Und da sind wir wieder. Was bringt der Mann mit? Ein Dornish Chopper. Das ist wahrscheinlich von Game of Thrones. Und die ziehen ganz schön rein. Er hat eine extra Panzerung. Und er hat noch eine Laserpistole. Und vor allen Dingen hat er 85 Lebenspunkte, was eine ganze Menge ist. Also Helden sind in der Regel gute Bodenkämpfer, nicht ganz so gute Raumkämpfer, bis miserable Raumkämpfer. Bringen also meistens ihr Geld wieder rein. Nicht alle, aber überlegt's euch. Alsdann, bis dann, das war's eigentlich. Tschüss!